Wollen wir den Stream starten? Ich hatte gerade Stress Po hier. Wo ist Basti? Bei deiner Nachbarin, da wo immer ist. Mit der hatte ich gerade Stress. Man hat mir den Strom ab. Man wollte mir den Strom abdrehen. Man hat versucht, mir den Strom abzudrehen. Damit ich ja nicht wieder senden kann. Einmal Basti und einmal meine Nachbarin. Ja, dann wurde mir mein Handy aus der Hand gerissen. Dann durfte ich mit meinen Jungs nicht telefonieren. Hier war richtig Action. Ich habe gerade Nervennahrung bekommen. Von Basti, seine Cousine. Nein, die wollten verhindern, dass ich streame. Ja, weil er drin bei meiner Nachbarin hängt. Weil die dumme Kuh sich ausgesperrt hat. Nein, die hat keine Kinder. Ich bin da schon dabei, Mario. Wie viel soll ich denn noch machen? Ich habe Dienstagnachmittag ein Gespräch. Und da muss ich erstmal weiter gucken. Ja, Basti hat den Strom abgestellt. Genau, er war am Stromkasten. Der ist jetzt drüben bei meiner Nachbarin, wo immer ist. Naja, ob zu hübsch ist, bezweifle ich. Wie gesagt, ich habe Dienstagnachmittag ein Gespräch in der Diakonie. Mehr kann ich jetzt nicht tun. Jetzt kann ich das ruhig sagen. Mir ist jetzt alles vom Anfang scheißegal. Für mich ist er tot. Er ist für mich gestorben. Ja, ich weiß, der PC gehört auch mir. Den habe ich auch bezahlt. Es war schon genug Stress. Man wollte mir schon wieder die Wohnung mal halt schicken. Jetzt gibt's richtig Karacho. Jetzt gibt's richtig Karacho auf die Ohren. Jetzt. Auf geht's! Ich möchte am Liebe. Auf geht's, komm! Ich möchte werde dich für immer im Herzen tragen. So, auf geht's in die nächste Runde. Du sag mal. Die anderen dürfen nicht kommen, ja? Ah ja, schon klar. Ja, ich wollte das draußen fertig machen. Die wollten eigentlich gerade noch irgendwelche. Weißt du was? Am besten, was halt am besten ist, du quatsch mich heute nicht mehr voll. Weil von dir nichts mehr hören. Er meinte, die hilft mir. Ja, die hilft auch mal. Ab sofort möchte ich das nicht mehr. Das ist in die Ohren. Das interessiert mich nicht. Noch habe ich hier auch das Sagen. Nicht du alleine. Das weiß ja, dass wir beide einverstanden sein müssen. Und außerdem möchte ich eine Entschuldigung. Ich hoffe, wir haben uns verstanden. Ja. Das ist gerade ein Anruf. Ja, ich weiß, aber. Ja. Na genau. Also dein Pad für die Xbox bräuchte man. Ich möchte von dir noch eine Entschuldigung, aber auch ein Winterkissen. Hier, ich knie mich nicht hin vor dir. Ich knie mich nicht vor dir hin, vergiss es. So, und das, was ihr vorhin abgezogen habt, oder habt, war unter aller Sau. Das sagst du gerade deine Cousine. Nochmal. Anja wollte dir gleich. Basti. Nee, ich rede das hat damit nichts. Nein. Basti, nein. Das, was ja Nina gesagt hat. Das hat damit nichts zu sagen, Basti. Also, wir bräuchten entweder das Bett. Das war auch unter aller Sau, dass ihr den Strom abgeschaltet habt. Dafür werdet ihr euch auch noch verantworten. Ja, zum blöden Fernsehen zu bedienen. Danke für das Kompliment. Die macht den Fernseher. Ich hab den nicht reingeholt. Mir muss das nicht sagen. Kannst du den Fernseher nicht alleine bedienen? Entschuldigung, wenn ich das könnte, hätte ich ja schon längst alleine repariert. Also das ist der Stecker am Fernseher direkt selber an der Buchse. Mit dem Verbindungsstecker. Richtig, das ist nämlich das Kammer. Der muss einmal abnehmen. Basti, anschließend geht ihr bitte wieder raus, ja? Das HDMI-Kabel ich gehe bestimmt nicht raus. Ich bleibe hier, weil es auch meine Wohnung ist. Geht ihr jetzt bitte raus, danke. So, dann Sender, weißt du ja jetzt. Ich möchte hier meine Ruhe haben. Ja,
hat mich nicht aus meiner Wohnung vertrieben. Ruhig bleiben. Ich rede vernünftig. Ruhig bleiben. Erinnere dich dran, was Nina gesagt hat, bitte ruhig bleiben. Ich rede ganz vernünftig. Ja, ruhig bleiben. So. Nee, nicht ruhig bleiben, Anja. Dann gehe ich jetzt. Nee, du räumst jetzt bitte die Sachen wieder oben auf den Fernseher hin. Wollte ich sowieso machen. Ne? Dass das oben ist. Ja, wollte ich eben machen. Und? Nee, nein. Du kannst sie bitte rausbringen. Ja, sie findet den Weg. Wenn du so schon anschleppst. Kommt hier nochmal rein, dann kannst du gleich mitgehen. Die hat mir nur im Fernseher dabei. Du brauchst mich gar nicht mehr heute irgendwie anzureden, Basti. Für dich ist der Zug abgefahren. Ich habe dir nur geantwortet, im Ruhigen. Du hast mich vorhin voll mit runtergezogen. Wo sie mich runtergeputzt hat, bei mir ist Feierabend. Schleppst du sie hier nochmal an, dann kannst du gleich mitgehen. Dann kannst du deine Sachen packen, dann kannst du gleich mit rübergehen. Noch mal kurz vorhin, bin gleich wieder da. Ich hoffe, wir haben uns verstanden. Alles kannst du nicht mal hinter deine Ohren schreiben, taucht hier nochmal auf, hol dich die Bohlen und lass sie rausschmeißen. Nur zu deiner Info. Schreib dir das hinter deine Ohren. Und von Tim kriegst du auch noch tierischen Ärger. Nur zu deiner Info. Heute hast du nämlich alles das geschafft. Nur zu deiner Info. Tim ist ab sofort auf meiner Seite, nicht mehr auf deiner. Der ist nämlich von dir enttäuscht. Wie gesagt, ich will noch meine Kohle haben und dann ist Feierabend. Man will mir ja Montag an die Karre pissen. Man will ja mir Montag eine Anzeige am Arsch hängen. Obwohl ich gar nichts gemacht habe. Ich tue mich mal immer wieder ein bisschen Muck an hier. Dann drehe ich richtig ab. So, auf geht's. Volldampf. Ich kann mich nicht unterkriegen. Nicht von solchen Idioten. Halt dein Maul, hässliche Scheiße. Halt die halt deine Fresse, du hässliche Scheiße. Molle! Erteckt euch mit Knie. Genau, Molle, auf geht's! Mehr nicht. Das heißt, ich wieder saufe. Ich bin da unten, alles gut. Ich lass mich nicht hochtreiben. Ja, klar ist alles klar. Naja, ihr Kanalratten, ihr Elendigen. Naja, die Klappe, Bernie. Die Chemikalie. Ah, okay. Basti? Basti! Ja, du schreit. Jetzt soll ich grüßen von Ferdi. Ja, heute die Drohne brüllen. Feuer, Feuer. Oh, und Girl. Wozu die Girl nicht da? Die feige Stück Hühnchen, ne, Mario? Wie feige bist du eigentlich? Heidi, du dummes Stück Scheiße, Alter. Wir sterben, Alter. Damit die Ohren wegkriegen. Ach, Jonny, halt deine Fresse, deine kottrige, dreckige Bastard. So, ich hab nur 6 Minuten, dann mach ich Feierabend. Lass es nochmal aufdrehen, lass es nochmal aufdrehen. Yeah. Feierabend.